Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritze und wir befinden uns heute hier auf der nordfriesischen Marsch auf meinem Hofgelände. Ich habe gerade mal was ausprobiert und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe mich nämlich doch dazu entschlossen, da vorne diese ganzen Paletten zu entfernen, die da schon so lange rumstehen, und habe mir den LKW dazu hier mal vorgeknöpft und es funktioniert. Also werden wir da mal aufräumen. Dann fahren wir gleich mal dahin. So. Denn das dauert sonst noch ewig, bis ich das mit den Sämaschinen hier vielleicht entferne. Befördern wir alles ins Silo. Da kann man sich das ja dann auch mal holen, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Es dauert zwar einen Moment, bis das dann da drinnen landet, aber es funktioniert. Man kann es hören. Es rieselt. Es rieselt nämlich unten raus. Schon interessant. Der Fat Action macht die Trigger immer schön hoch. Da wird das direkt vom Fahrzeug entnommen und das finde ich wunderbar. Jetzt wird das auch gleich verschwinden sein. Jawohl. Und jetzt das noch. So. Man kann das schlecht sehen, aber das rieselt durch den Hänger durch unten. Wie so ein Strahl ist da zu sehen. So, nächste Ladung. Ich schalte schon mal R ein. Also Autolord. Man kriegt mit denen LKWs ein ganz schönes Tempo drauf. So, ich werde jetzt mal hier außen lang fahren. Dann hier gleich mal Ordnung. Außerdem habe ich dann die Möglichkeit, mich mal darum zu kümmern, hier die automatischen, also die Parkplätze einzurichten, dass die hier langfahren können. Und das geht ja nun mal wirklich nur, ja, jetzt haben wir hier eine Lücke drin, ne? Ach, egal. Dann fahren wir jetzt so, wie er jetzt beladen ist, weiter. Ich lade das jetzt nicht nochmal ab wegen einem einzigen. Wir müssen sowieso noch mehr als noch einmal fahren. So. Tja, das dauert ein bisschen. Ansonsten habe ich im Moment keine Maschinen unterwegs. Aber das wird sich mit Sicherheit bald ändern, denn die Ernte rückt näher. Die Wiesen haben auch erst jetzt die Wachstumsstufe 2 von 3, sind auch noch nicht fertig, gereift sozusagen. Und auf die Felder, da ist es auch alles so ganz knapp vor der Reife. Also machen wir derweil Sachen, die wir jetzt halt zeitmäßig gerade mal eben machen können. Ne? Dazu gehört halt auch mal was aufzuräumen, was in Ordnung zu bringen und so weiter. So, weiter geht's. Wir können auch mal hier hinten durchfahren. So, genügend Stroh ist hier noch vorhanden, das ist alles gut. So, da düsen wir noch mal davor jetzt. Jetzt fahre ich auf der anderen Seite außen lang. Oh, ist doch mal besser, dass das Zeug hier mal endlich weg ist. Das hat mich schon lange genervt. So. Mit R einschalten die Automatik. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier alles mitkriegen. Na komm, nimm. Ach, wegen Ena. Das ist ja jetzt lustig. Also das finde ich ja jetzt Mobbing, oder?
Bloß weil ich vorhin die eine nicht mitgenommen habe, haben wir jetzt eine da stellen. Das ist ja wohl... Also, eine Frechheit, hä? Das ist echt eine Frechheit. So, ich werde gleich noch gucken, nebenbei mal, was unsere Tiere sagen, ob da irgendwie irgendwas noch im Argen ist oder wieder, man muss ja sagen, wieder. Wir hatten ja alles in Ordnung, ein bisschen Wolle ist da, okay. Ansonsten ist hier alles gut. Also die Schafe hier von dem großen Schafstall, die ernähren sich von der Wiese. Hühner. Okay. Die haben jetzt 100%, aber ja, das ist der lange Stall. Die hatten ja sowieso durchgehend 100%. Da gibt es schon wieder ein paar Eier, das ist gut. Und der andere Hühnerstall, wo wir so ausdünnen mussten, die haben immerhin 50% jetzt erreicht ihrer Gesundheit. Das ist ja schon mal gut. Da passt eventuell hier noch was rein. Ja, ja. So, was sagen denn die braunen Kühe? Mischration, könnten wir ein bisschen was reinbringen. 100% haben sie Gesundheit nach wie vor. Und die haben ihre Gesundheit schon erreicht und wir müssen Milch fahren, unbedingt. Ja, das werden wir nachher gleich mal machen. Die Schweinis, denen geht es auch soweit gut. Okay, Gesundheit auch 100%. Da habe ich auch eine Ladung zum Schlachter gefahren. Der Stall war voll. Und das sind die Deichschafe, jawohl. Denen geht es auch bestens. Die nutzen auch das Gras. Das ist doch klasse. Und die Pferde, die sind auch 100% gesund und denen hat auch noch nichts gefehlt. Es ist alles da. Da werden wir dann gleich mal Mischration fahren. Ah ja, ich muss mich ein Stück vorwärts schieben, damit hier auch die Teile entladen werden hier. Ich werde mir mal schon zwischendurch einen Traktor schnappen hier. Ah gut, den hätten wir eigentlich schon mal nehmen, nicht? Warum denn nicht? So, komm mal mit, mein Guter. Wir haben Arbeit. Wir holen uns einen Anhänger. Nehmen wir einfach mal den hier gleich. Das ist ja egal welcher. Oh, ich habe die Anzeige noch gar nicht an sich gerade. Okay. Wollen wir mal schauen. Der Zeit wird der LKW entladen sein. Das eine Teil, das schleppe ich nachher gleich mit von Hand. Da fahre ich nicht nochmal. Da schleppe ich nicht nochmal den LKW davor. Das ist Quatsch. Ein ganzer LKW. Ah, das ist alles im Silo drin, oder? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Muss ich wahrscheinlich noch ein Stück vorfahren. So, wir brauchen Mischrationen. Mischration. Da war sie ja schon. Lad mal ein. Ich steig mal kurz aus hier. Bedien mal den anderen daneben an. Kurz. So, ein Stück vorfahren. Das ist jetzt Saatgut und vermutlich Dünger. Ja, genau, jetzt haben wir alles weg. Wenn wir den gut mal wegbringen. Den musste ich ja nach dem Update auch nochmal einfärben. Und dann habe ich vorhin mich gewundert, warum der nicht lädt. Dann fiel mir ein, wenn man die irgendwie verändert, irgendwie was an denen macht bei der Werkstatt, dann ist Autolord weg. Muss man das auch wieder neu einstellen und das hatte ich nicht gemacht. So ist das halt. So, da muss ich den hier nämlich auch noch mal vorschaffen. Den musste ich ja auch neu einfärben. Der wird auch kein Autolord mehr haben. Das werden wir mal eben in Ordnung bringen, sonst vergesse ich das. So.
Der Trigger war auch verschwunden. Das ist schon interessant gewesen. Also, obwohl ja, an dem Trigger verschwinden war ich ja selber schuld, weil ich den Haken nicht gesetzt hatte. So, wollen wir mal gucken. Konfigurieren, jawohl, bitteschön. Ja, der ist auch ein Standard jetzt. Nee, den brauchen wir in Autolord. So. Okay. Dann können wir dich ja wieder wegparken, mein Guter, ne? Oder nehmen wir uns jetzt doch noch dieses Teil hier. Ich weiß gar nicht, was du jetzt eingestellt bist. Wahrscheinlich nicht auf das. Ach komm, lass. Wir friemeln jetzt hier nicht rum. Das geht jetzt zwar schnell, aber wir laden gerade Mischrationen und da wird schon viel zu viel drin sein. Hier steht die Futterfabrik. Die funktioniert übrigens auch tadellos. So, rein mit dir hier. Gut. Ich hoffe, ich komme jetzt. Ja, da wollte ich hin. Genau. Abbrechen das Ganze. Wir haben, oh, so viel brauchen wir gar nicht. Na, das wird wieder reingekippt. Ist ja nicht schlimm. Dann fahren wir mal die Kuhstelle ab. So, hier hat schon wieder ordentlich Mist gegeben. Das ist prima. Hier wird bestimmt auch was fehlen. Vermutlich. Oh, die nehmen auch Gras, sonst wären doch die Pötte nicht grün. Okay, okay. So. Sie haben was genommen. Ein bisschen Stroh könnte sein, das fehlt. Werden wir nachher auch noch probieren. Ich habe hier noch Stroh. Und ansonsten alles, was Stroh braucht, hat Stroh bekommen. Hier werden wir auch gleich nochmal gucken, wenn wir schon hier vorbeifahren. Lassen wir die Pferdchen natürlich nicht aus, ganz klar. Aber hier scheint keins zu fehlen. Ach, Mischration, wir haben ja kein Stroh. Maritzel, du erzählst zwar von Stroh, aber du hast doch kein Stroh geladen. Oh, hier ist auch grün geworden, das Futter. So. Versorgt sind sie alle wieder, das ist prima. Dann muss ich schauen, dass ich Milch fahre. Ganz wichtig. Jetzt bringen wir erstmal hier das zurück ins Silo. Jawohl, rein damit. Auskippen geht schneller als einfüllen, ganz klar. So, wir fahren mal direkt hier rum. So, das ist gut. Jetzt kann ich dich wieder wegstellen. Jetzt werden wir die Milch fahren. Das ist jetzt das Nächste, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Das schiebe ich schon eine Weile vor mir her. Aber jetzt ist es wirklich genug Milch da. Und die müssen wir jetzt holen, sonst wird die am Ende noch sauer. So. Hole ich mir mal schnell das Fahrzeug dafür. Interessant, diese europäischen Geräusche, die ich jetzt hier auf der Karte habe, seitdem ich diesen Mod habe. Interessant. Das wirkt irgendwie ganz lebendig dadurch. Die ganze Karte, das ist überall Leben, überall sind Geräusche. Wenn man draußen in der Natur umhermarschiert, ist das ja auch so. So, hier vorne muss ich hin. Das ist das Milchfahrzeug. So.
erstmal hier vorne. Gucken, dass ich Milch bekomme. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit, ganz klar. So, ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viel Milch hier eigentlich vorhanden ist. Das sind ja weniger Kühe. Aber da habe ich auch eine ganze Weile ja nicht geguckt. Ja, auch gut. Okay, gut, dass in dieses Fahrzeug eine ganze Menge Milch reinpasst. Jetzt werde ich mal da drüben bei dem anderen Kuhstall die Milch holen. Ich bin mal gespannt, wie voll das Fahrzeug wird. Wie viel das jetzt insgesamt gibt. Es läuft. Na, mal schauen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Und dann müssen wir schauen, wer die Milch zuerst braucht. Das weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht ganz genau. Aber das werden wir feststellen, ne? Ein klein bisschen haben wir ja noch Zeit. Oh, etwas überhalb voll. Ganz schön. Das ist ja ordentlich Milch, muss ich mal sagen. 68.000 Liter. Boah. Ja. So, dann müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich bringe den erstmal vorne zur Abfahrt. Okay, so, warte mal, mein Guter. Jetzt müssen wir schon mal gucken, wo du hin musst. Also, ich weiß nicht genau, wie war das bei Bäcker, der wird bestimmt auch bei der Milch dabei gewesen sein. Boah, Insel Brauerei, Brennerei, der Bäcker. Da gucken wir gleich mal. Kriegst du Milch? Nee, du kriegst Sahne. Ach, du kriegst die verarbeitete Milch vermutlich. Von der Molkerei. Ja, Vollmilch von der Molkerei, aber der hat genug drin, wie ich sehe. Boah, mein Gott, die arbeiten echt gut, diese Produktion. Eier brauchen der bald, ja. Da ist nicht mehr viel da. Mohn muss ich erst anbauen, habe ich noch nicht. Wasser kommt vom Wasserturm, das ist gut. Leerpaletten haben wir. Hefe, auch guckt euch an. Es ist ja Wahnsinn, hier ist alles drin. Obst und alles. Ja, hier muss ich dann mal auf Verkaufen stellen, aber ich, das Brot habe ich ja schon auf Verkaufen. Die Leerpaletten ist klar, die bleiben. Ach, hab ja schon. Kuchen. Ja, den sollten wir uns vielleicht mal anschauen und anschließend wird der auch auf Verkaufen gestellt, ganz klarer Fall. Das gibt eine Summe Geld hier, denke ich mal. Wir werden nachher mal zum Bäcker fahren. Ich denke mal, den lagern wir mal aus. Wie viel ist denn das? 15 Paletten, aber hallo, ganz schön. Jo, so ist es doch gut. So, und jetzt können wir den auf Direktverkaufen umstellen. So, den wollen wir uns mal anschauen gleich dann. Ach so, jetzt wollten wir ja wegen Milch schauen, weiter. Der, also hier kommt keine Milch hin. Das ist bei manchen Karten so, aber hier nicht. Auf der Hinterland ist das zum Beispiel so. Fermenter kriegt auch keine. Kriegt die Fischfabrik, die kriegt. Ach ja, ich weiß schon. Da wird wahrscheinlich auch in die Ketchupfabrik mal was rübergereicht werden müssen. Ich muss mal gucken, woraus die da ihre Mayonnaise machen. Na, mal gucken. Fischfabrik, Mischration, Gemüsefabrik, die braucht keine Milch. Kann ich mir schlecht vorstellen. Die kriegen wahrscheinlich auch eher die Sahne. Hier fehlt noch das Hühnerfleisch. Kriegen die Sahne? Gleich mal schauen. Ja, die kriegen Sahne. Also die Molkerei, die wird wahrscheinlich hier. Oh, guck, auch schon fast weg. Hm. Wird Zeit, dass wir wieder ernten. Es wird Zeit,
dass wir wieder ernten. Aber hallo. So, wie geht das jetzt hier weiter? Gras, Holzfäller, die brauchen alle keine Milch. Hier wollte ich gucken. Ketchupfabrik. Essig. Ne, Milch kriegen die nicht, wie es aussieht. Nee, aber Eier. Oh, Eier. Ich glaube, ich muss noch einen weiteren Hühnerstall bauen. Das wird wahrscheinlich ganz schön schwierig. Wie ist es mit Mayonnaise? Also, was machen sie die denn? Was ist das hier? Ach, das ist Einmachglas. Okay. So, das da sieht fast aus wie Zucker. Kennt ihr das? Kann das sein? Ja, Zucker, Eier, Elektrizität, Werkstatt. Ach, die Milch wird hier weggelassen. Okay, alles klar. Und das ist hier wahrscheinlich Booster. Ja, genau, ist Booster. Öle. Da haben sie auch nur ganz wenig noch. Mhm. Aber es läuft. Okay. Habe ich die Mayonnaise verteilen stehen? Für die Fischfabrik. Jawohl. Das klappt. Okay. Komposter, die Käserei. Die brauchen doch auch Milch. Gucken wir mal. Okay. Reichlich halb voll. Die Malzfabrik braucht keine Milch. Nö. Marmeladenfabrik mit Sicherheit auch nicht. Mehlfabrik. Molkerei. Oh, hier. Also, die kriegen jetzt knibbeldick die Milch, würde ich sagen. Aber ich gucke nochmal durch, ob hier noch was war. Nudeln. Brauchen die auch irgendwie? Nee, die brauchen Eier. Obwohl, einige haben sie ja noch. Ja, die Hühner haben gut gelegt, bis dann aufgehört haben, weil das überfüllt war. Ah, das klappt jetzt auch mit dem Rindfleisch hier. Es ist hier angekommen, prima. Gut, gut, gut. Das sind alles Produktionen, wo man Milch nicht braucht. Das ist richtig gut, dass das nicht so viele verschiedene sind. Also die Molkerei und die Käserei. Käserei hatte noch ordentlich, also fahren wir zur Molkerei. Ganz klarer Fall. So, da schicke ich den aber hin, das kann der selber. Produktionen, Molkerei. Anliefern, jawohl. Und ab. So, die Zeit ist leider um. Ich lasse den jetzt fahren. Das ist ja nicht so was Neues, das kennt er. Wenn die zur Molkerei fahren, ne? Und die Milch abliefern. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gern einen Daumen da. Darüber freue ich mich riesig. Genauso sehr freue ich mich natürlich über jeden Kommentar unter den Videos und auch über jedes Abonnement. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Eure Marietzel.